Hey Leute, die Entscheidungen für die Longlists des Self-Publishing-Buchpreises sind gefallen. 30 tolle Titel haben es geschafft. Bist du auch neugierig, die Autorinnen und Autoren kennenzulernen? Prima, dann komm mit in mein Wohnzimmer. Ich habe die Nominierten und den Self-Publisher-Verband zu literarischen Talkrunden eingeladen. Heute stelle ich euch vor... Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Jeanette Lagall. Ich bin Geschäftsführerin des Self-Publishing-Verbandes und ich bin echt froh, dass ich euch jetzt schon zur bereits dritten Talkrunde mit den Longlist-Kandidaten und Kandidatinnen des Self-Publishing-Buchpreises einladen kann. Und heute habe ich die große Ehre, euch fünf ganz tolle Kandidatinnen von der Longlist der Kinder- und Jugendbuch-Longlist, ihr versteht mich schon, präsentieren. Also die Kandidatin und ihre Bücher. Und ja, vielleicht für die, die jetzt das erste Mal hier zuhören, der Self-Publishing-Buchpreis, dieses Wort ist grausam, wenn man es live aussprechen muss, besteht aus drei Kategorien, Belletristik, klar, Kinder- und Jugendbuch und eben Sachbuch und Ratgeber. Und es gab insgesamt tatsächlich 1501 Einsendungen. Das ist ein ganzer Haufen. Und von dieser großen Zahl sind klar die meisten Belletristik, aber doch immerhin 308 Kinder- und Jugendbuch. Und aus diesen 308 Einsendungen, wo wirklich etliche tolle Bücher dabei waren, haben es 10 Bücher auf die Longlist geschafft. 5 davon schauen wir uns heute an, 5 im anderen Chat. Und ja, also ihr werdet auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge richtig toller Bücher kennenlernen. Wenn ihr Fragen habt an die Kandidatin, dann könnt ihr das gerne in dem Chat machen. Ich versuche da nebenher so ein bisschen reinzugucken und das zu beantworten und nach Möglichkeit irgendwie nichts zu übersehen. Ja, und ich würde sagen, es wird Zeit, wir fangen einfach mal an. Ich stelle euch ganz kurz die Kandidatinnen vor. Ihr könnt dann ja mal kurz in die Kamera winken, damit jeder weiß, wer ist. Also wir haben die Marie-Anne Ernst mit der Zahnfee Apollonia. Hallo. Die Evelyn Aschwand mit Lichtherz. Hallo. Die Diane Kodua mit Odo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ist richtig, hallo. Die Sabrina Milazzo mit Schattenmale. Hallo. Und Jasmin Zipperling mit ihrem Himmeldonnerglöckchen. Hi. Okay. Also, ich will jetzt in der ersten Runde einfach mal, dass wir ein bisschen was über die Kandidatinnen und die Bücher erfahren. Und ich versuche währenddessen, euch über das Bildschirmteilen auch die Cover zu zeigen. Das Praktische ist, wir haben jetzt 3 Kinderbücher und 2 Jugendbücher. Das heißt, ich kann das so richtig schön abwechseln. Von daher fangen wir einfach mal vorne an, bei der Marie-Anne mit der Zahnfee Apollonia, und dich wollte ich einfach mal bitten, dass du uns ein paar Wörter zu dir sagst und eben auch zu deinem Buch, um was es darum geht, einfach mal den Inhalt. Ja, gut, also ich bin die Marie-Anne Ernst, die Autorin von der Zahnfee Apollonia. Ich habe eben die Reihe um die Zahnfee Apollonia geschrieben. Mission Einhorn ist jetzt der 3. Band. Außerdem habe ich verschiedene Kurzgeschichten in Anthologien, hauptsächlich über Ostbayern veröffentlicht. Ja gut, ich schreibe seit einigen Jahren, bin mit Leidenschaft Self-Publisherin. Gut, was kann ich noch zu mir sagen? Ich lebe in der Oberpfalz, im schönen Landkreis Cham, das ist im vorderen Bayerischen Wald. Ja, bin Katzenliebhaberin, schokosüchtig und ja, gut, so viel zu mir. Dann kurz ein paar Worte zu meinem Buch, um was es geht. Hauptprotagonistin ist natürlich die Zahnfee Apollonia. Sie ist etwas tollpatschig, bisschen pummelig
Und sie ist mit Emma befreundet. Emma ist ein 6- bis 7-jähriges Mädchen und die beiden lernen sich kennen. Als Apollonia ihren ersten Wackelzahnauftrag total in den Sand setzt und seitdem erleben die beiden verschiedene Abenteuer zusammen. Im dritten Band Mission Einhorn bekommt auch Emmas Schwester Nina eine größere Rolle, denn es taucht ganz unvermutet ein seltsames Einhorn auf, das bei Apollonia auf und behauptet, Nina schwebe in Gefahr. Und die beiden begeben sich dann auf eine turbulente Rettungsmission. Turbulent insofern, weil beide Apollonia und mein Einhorn ziemlich eigensinnig sind. Und ja, es wird dann spannend, ob die beiden rechtzeitig eintreffen, um Nina zu helfen und nebenbei ein Rätsel, um einen geheimnisvollen Bergsee zu lüften. Okay, das klingt doch schon nach einer ganzen Menge Action, würde ich sagen. Definitiv. Wir werden ja noch mehr erfahren darüber. Dann springen wir zu einem Jugendbuch, zur Evelyn. Was möchtest du uns über dich erzählen und über dein Lichtherz? Ja, also hallo noch einmal. Ihr hört vielleicht schon, ich komme aus der Schweiz. Ich habe jetzt diesen Sommer mein Studium beendet im Bereich der angewandten Sprachen. Also das ist ein fancy Name für Übersetzen. Das heißt, ich bin auf Englisch und Französisch spezialisiert im Übersetzen. Von Deutsch auf Englisch und dann auf Französisch. Genau. Und bin jetzt seit 2017, genau, als Self-Publisherin tätig, also im Grunde genommen etwa 3 Jahre. Und Lichtherz ist meine 7. Veröffentlichung, glaube ich. Genau, es ist jetzt im Frühling dieses Jahres erschienen. Und es dreht sich um Yukiko. Yukiko ist 16 und lebt in der Schweiz, in Luzern. Also Luzern ist sowas wie eine Herzensstadt von mir. Ich bin dort tatsächlich auch in der Nähe aufgewachsen und habe mich darum entschieden, dieses Buch dann dort anzusiedeln. Yukiko, wie gesagt, sie lebt dort, sie geht dort in die Schule und sie hat einen besten Freund, den Tobi. Und Tobi ist felsenfest davon überzeugt, dass das Übernatürliche existiert. Aus diesem Grund besitzt er einen YouTube-Channel, wo er versucht, Spuren des Übernatürlichen zu verfolgen und auf Film zu bannen. Und die Geschichte kommt eigentlich ein bisschen ins Laufen, als der Tobi glaubt, dass sie im Keller der Schule einen Geist verstecken könnte. Und er überredet Yukiko dazu, mit ihm in die Schule einzubrechen nachts und diesen Geist zu finden und zu filmen. Yukiko ist verständlicherweise nicht ganz so begeistert von dieser Idee, aber sie geht natürlich trotzdem mit, weil Tobi natürlich ihr bester Freund ist. Und obwohl Yu nicht damit rechnet, im Keller der Schule tatsächlich etwas zu finden, stoßen die beiden dort auf Bonnie. Bonnie ist auf den ersten Blick ein gewöhnlicher Jugendlicher in ihrem Alter. Nur das Problem ist, er behauptet von sich, das mächtigste Wesen der ganzen Welt zu sein. Und so verstricken sich dann eigentlich Yukiko, die nicht ans Übernatürliche glaubt, und Tobi, der ein großer Fan davon ist, zusammen mit Bonnie in verschiedene Abenteuer, wo auch ein bisschen was über Bonnies Vergangenheit, über Yukikos Vergangenheit ans Licht kommt. Und genau, das ist so grob die Handlung des Buches. Vielen Dank. Auch das klingt gewaltig spannend. Und ja, ich mache mir immer mehr Sorgen um meine Wunschliste. Aber okay. Dann Kinderbuch. Kommen wir zu dir, Dayan. Verrätst du uns ein bisschen was über dich und über das Buch, von dem ich extra nochmal nachgefragt habe, dass es sich Odo ausspricht? Richtig. Ja, hallo nochmal. Mein Name ist Dayan Kodua. Ich wohne in Hamburg. Geboren bin ich in Ghana, aufgewachsen in Kiel. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin und ja, ich würde einfach sagen, ich bin so ein
ja, einfach eine Kreative. Ich bin Neuling, wenn ich mir anhöre, was ihr alles da so entwickelt habt und geschrieben habt. Ja, und 2010 habe ich tatsächlich angefangen mit Odor. Und Odor bedeutet übrigens Liebe. Das ist die Sprache Chui und das spricht man in Ghana. Und ja, und dann habe ich das Buch liegen lassen und über Umwege habe ich dann tatsächlich, nachdem ich mein erstes Buch 2014 herausgegeben habe, ein Bildband, ja, wurde ich quasi verfolgt von dieser Idee, du musst doch mal jetzt dein Kinderbuch zu Ende schreiben. Und dann habe ich 2018 tatsächlich mich angesetzt, überarbeitet, Hilfe gesucht, Illustratorin gefunden, die Robby Krüger, hallo Robby, auch nach Berlin. Und dann ist Odor entstanden. Und Odor, meine Protagonistin, ist ein 6-jähriges Mädchen. Sie wohnt in Ghana in einem Dorf. Ja, es gibt für mich, diesen Dorf gibt tatsächlich, das ist eine Oase, das ist ein Ort, da würde ich gerne Urlaub machen, wenn ich jetzt reisen würde. Alles ist toll und blüht und da lebt sie mit ihrer Mama und sie wird zu einem Kindergeburtstag eingeladen und sieht zum ersten Mal eine schwarze Puppe und verliebt sich und möchte genauso eine Puppe haben. Das Problem ist, dass die nicht so viel Geld haben und die Mutter hat ein bisschen Schwierigkeiten, ihr das zu kaufen. Sie ist traurig und wird vom Dorfälteste ein bisschen motiviert, aufgebaut, ja, auf ihr Herz zu hören, ihre Träume zu leben, nicht aufzugeben. Und diesen Gedankenstrang entwickelt sie eine Idee, wie sie Geld verdienen können, damit sie die Puppe bekommen. Und diese Idee ist tatsächlich, dass sie mit ihrer Mutter Muffins backen sollte, um das zu verkaufen. Ja, das ist so eine kurze Zusammenfassung von Odor. Ja. Ja, schön. Du hast auch gerade schon eine Käuferin gefunden, sehe ich nämlich hier im Chat. Doch. Ah, sehr also gut. Lohnt sich hier den Talk zu machen. So, dann Dankeschön. Nachher gibt es noch mehr dazu. Springen wir zum nächsten Jugendbuch, zur Sabrina. Die Schattenmale, beziehungsweise erstmal verrat uns ein paar Takte zu dir und dann natürlich auch zum Inhalt deines Buches. Ja, ich bin die Sabrina Milazzo, ich bin 32 Jahre alt und bin keine von diesen Autoren auch, die ihr ganzes Leben schon schreiben. Ich habe mein erstes Buch mit 27 erst geschrieben und ich komme aus Bayern ursprünglich, lebe aber in Athen. Und wenn ich nicht schreibe, dann gestalte ich auch Buchcover für andere Autoren und mache den Buchsatz. Und Schattenmale ist zwar nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, aber mein Debütroman. Und in dem Buch geht es um die 16-jährige Lea, das ist eine Iasi. Das heißt, sie hat heilende Fähigkeiten, lebensbringende Fähigkeiten. Und sie hasst die Sii über alles. Die Sii sind Menschen aus dem genau gegensetzten Lager. Das heißt, die Sii haben Kräfte, die lebensraubend sind, die zerstörerisch sind. Vor allem hasst sie die Sii, weil ihr Vater damals bei dem Einbruch ums Leben kam durch die Hand eines Sii. Und seitdem möchte sie überhaupt nichts mit dieser Gruppe zu tun haben. Sie geht ihnen aus dem Weg, so gut sie kann. Und sie hat auch ihre Vorurteile gegenüber dieser Gruppe. Ihre Mutter ist genauso und sie hört auch auf alles, was ihre Mutter sagt. Wenn die sagt, rede ich mit denen, dann würde sie nie mit denen reden. Berühre sie nicht, dann würde sie die auch nie berühren. Also ganz problematisch, aber sie kann ihrem Feind nicht weiterhin aus dem Weg gehen, weil für ein Schulprojekt muss sie mit einem Sii zusammenarbeiten für ein Jahr, und zwar ist es der Eli. Und ja, umso mehr sie Berührung mit dem Sii hat, desto mehr findet sie auch heraus, dass die Welt eben nicht nur schwarz und weiß ist, dass es da ganz viele Graustufen gibt und man Menschen nicht einfach nur in Gut und Böse einteilen kann. Klingt auch nach einem verdammt tollen Buch. Dankeschön. Dann das letzte Buch in der Reihe, wieder ein Kinderbuch von der Jasmin. Jetzt erzähl du uns jetzt auch noch ein bisschen was zu dir und natürlich zu Himmeldonnerglöckchen, was ja ein bisschen in die Weihnachtsrichtung geht und daher auch recht gut, ja, eigentlich brandaktuell ist demnächst. Es geht nicht nur ein bisschen in die Weihnachtsrichtung. Es geht voll. Weihnachten. Also, hallo, mein Name ist Jasmin Zipperling. Vielleicht kennen mich einige auch als Zippi.
Ich bin Autorin, die Autorin von Himmeldonnerglöckchen und jetzt auch Zickiger Zuckerguss. Genau, da seht ihr das Cover, das die wundervolle Esther Wagner gezaubert hat. Ich glaube ja, dass sie eine magische Göttin ist. Ich bin Autorin, Buchbloggerin, Teammitglied der Autorenwelt, freies Redaktionsmitglied der Fachzeitschrift Federwelt und auch für die andere Fachzeitschrift, für den Self-Publisher, schreibe ich auch. Deswegen zuckt wahrscheinlich das Auge meiner Agentin ganz nervös, weil wenn ich diesen ganzen Kram nicht machen würde, hätte sie schon längst den Roman, den ich ihr versprochen hätte. Tut mir leid, Conny. Und seit diesem Jahr bin ich auch eine Romanfigur, weil zwei befreundete Autorinnen, / Illustratorinnen, mich in ihr Buch reingeschrieben und reingemalt haben. Ich bin eine Bibliothekarin, die wirklich Frau Zipperling heißt, mit Illustration und allem. Ich bin jetzt eine Romanfigur. Himmeldonnerglöckchen ist das allererste Buch, das ich veröffentlicht habe. Es ist ein Kinderbuch, ein Vorlesebuch für Kinder ab 5. Und in dem Buch geht es um die kleine Häsin Hopsi, die selbstverständlich eine Osterhäsin werden soll, weil sich das für eine Häsin so gehört. Sie kommt allerdings in der Osterhasenschule nicht so ganz parat, weil sie einfach anders denkt und viel lebhafter ist als die anderen Hasen. Die sagen immer, boah, kannst du dich nicht benehmen und so. Und sie wird auch gehänselt. Und im Wald, als sie dann einmal weinend vom Unterricht wegläuft, fällt ihr ein seltsames Licht auf. Und dieses Licht stellt sich als ein frecher Weihnachtswichtel raus, das ist der Michi. Und Michi nimmt sie aus Versehen mit in die Weihnachtswerkstatt, weil als er sich wieder wegwichtelt, hält Hopsi sich an ihm fest, weil sie sich weiter mit ihm unterhalten möchte. Und sie landet dann in der Weihnachtswerkstatt und da stellt sie fest, dass die Art, wie sie denkt, wie sie sich benimmt, da wunderbar hinpasst. Und da ist sie überhaupt nicht seltsam. Und alle ihre kreativen Ideen sind da herzlich willkommen. Und irgendwo entdeckt sie dann in sich den Wunsch, hey, ich möchte keine Oster, sondern eine Weihnachtshäsin werden. Und Michi, der ist frech und der flucht immer. Der sagt immer, Himmeldonnerglöckchen und zickiger Zuckerguss und was zum dreimal gerührten Keksteig meinst du damit? Deswegen heißt das erste Buch Himmeldonnerglöckchen, das zweite zickiger Zuckerguss. Und deswegen macht es immer so tierischen Spaß, das Kindern vorzulesen, weil die sich immer so freuen, wenn der Wichtel flucht und wenn, ja, weil das ist halt Fluchen, was für die Eltern okay ist, weil die Eltern dann dagegen nichts sagen. Und das macht immer unheimlich viel Spaß. Und du musst mich stoppen, sonst, wenn ich nervös bin, rede ich immer weiter. Mach, ich habe bis jetzt noch keinen Grund gesehen, dich zu stoppen. Gut, bist du fertig? Ich glaube, es wäre besser so. Wer weiß, was ich sonst noch alles rede. Ist klar. Nimm jetzt erstmal eine von den anderen dran. Mache ich gerade. Dankeschön. Auch das klingt echt niedlich und vor allem für Weihnachten doch wirklich super genial. Okay, dann erstmal danke für den Überblick über euch alle und über eure Bücher. Ich denke, jetzt wissen die Leute, auf was sie sich einlassen, wenn sie weitergucken. Dann werden sie nämlich ganz viel Lust auf viele tolle Bücher haben. Aber das ist ja die Absicht hier. Ich hätte da mal eine Frage an die Marianne. Und zwar, du hast ja dir jetzt mit der Apollonia eine Zahnfee als Hauptfigur ausgesucht. Und die Zahnfee, das ist ja jetzt eigentlich eher so ein Brauch, der in Großbritannien, USA üblich beheimatet ist und eigentlich erst so in den letzten Jahren ein bisschen zu uns rüberschwappt. Erklär vielleicht den Leuten, die das noch nicht so wissen oder noch nicht so mitgekriegt haben, was das ist, so eine Zahnfee, was die macht. Und ja, dann kannst du uns ja auch verraten, was deine Idee war, jetzt ausgerechnet über eine Zahnfee zu schreiben oder ob du einen besonderen Bezug dazu hast. Und ja. Ja, also du hast ja schon richtig gesagt, das Thema Zahnfee ist vor einigen Jahren aus den USA zu uns herübergeschwappt. Idee der Zahnfee ist es, die ausgefallenen Milchzähne einzusammeln und damit die Kinder die hergeben, legt sie im Austausch für den Zahn in den USA meist ein Geldstück und das Kopfkissen oder auch gerne mal in ein Wasserglas, das neben dem Bett aufgestellt ist. Und bei uns ist der Brauch dann so angekommen, dass bei uns einfach ein kleines Geschenk dann
den Kindern gegeben wird. Wie die Zahnfee entstanden ist, das kann man gar nicht mehr so mit letzter Sicherheit sagen. Die frühesten Spuren, die sich in den USA finden, sind eine Kurzgeschichte und ein Bühnenstück, The Tooth Fairy, so aus dem Jahr 1927 rum. Und seitdem hat sich dieser Brauch in den USA unglaublich verbreitet. Er ist sehr beliebt. Und so ist das ganze Thema dann natürlich auch zu uns rübergeschwappt. Ja, soweit zur Zahnfee. Und ja, warum die Zahnfee bei mir? Ich habe mit dem Schreiben angefangen in einer Schreibwerkstatt und da gab es verschiedene Hausaufgaben, Kurzgeschichten zu schreiben. Und eine dieser Aufgaben war mal mit Farben und Vergleichen zu spielen. Und bei uns zu Hause war zu dem Thema die Zahnfee gerade sehr wichtig. Und so haben sich die beiden Themen irgendwie verbunden. Und ja, plötzlich war die Zahnfee Apollonia geboren. Man merkt zum Beispiel bei meinem ersten Buch, dem ersten Kapitel, noch sehr stark an, dass es diese Thematik Farben, Vergleiche und so weiter in sich trägt. Sehr ja. Schön. Und witzige Bemerkung dann noch. Ich habe ihr spontan den Namen Apollonia gegeben, weil mir der Name unheimlich gut gefallen hat und ich schon immer mal eine Figur mit dem Namen ausstatten wollte. Und als ich dann das Buch oder das Manuskript überarbeitet habe und mal so die Bedeutung recherchiert habe, habe ich eben herausgefunden, dass Apollonia eine Heilige ist, und zwar die Heilige oder Schutzheilige der Zahnärzte. Und da war für mich, ja, ich werde den Namen nicht mehr ändern. Das ist ja Fügung, das ist ja Wahnsinn. Nicht genau. Schön. Aber du hattest ja auch in deinem Buch oder in deinen Büchern, zumindest im zweiten Band, habe ich gesehen, hattest du, möchtest du ja auch, dass die Kinder irgendwie was lernen oder das Buch aufmerksam lesen und hast deswegen dann zum Kapitelende jeweils mal Fragen gestellt, die man dann eben, wenn man sie richtig beantwortet, bekommt man Lösungsbuchstaben und am Schluss ein Lösungswort. Mhm. Und ist das jetzt in Band 3 auch so? Hat sich das bewährt? Und warum machst du das? Ja, das ist in der Tat so, das habe ich in allen drei Bänden. Für mich ist die Zahnfee Apollonia ein Mitlesebuch, also ein Buch, das Kinder und Eltern zusammenlesen. Für Erstleser, denke ich, ist es einfach noch zu anspruchsvoll, aber wenn man mit den Eltern zusammen lesen kann, dann bieten diese Fragen, finde ich, einfach einen guten Ansatz, nochmal darüber zu sprechen, über das Kapitel, was passiert ist, das zu rekapitulieren. Und es ist natürlich ein Anreiz, dann die Lösung herauszufinden. Auf jeden Fall eine gute Idee. Also so kann man die Eltern dann ganz geschickt mit einbeziehen. Kannst du verraten, um was es jetzt da schon geht in diesem Band? Also um welche Lösung oder um welches Thema oder was? Oder ist das noch geheim? Nee, es ist nicht geheim. Mein Einhorn hat in dem Buch einen eigentlich unaussprechlichen Namen. Und die Bedeutung dieses Namens wird dann in den Fragen, sofern sie denn richtig beantwortet werden, gelüftet. Und unter uns gesagt, am Ende gibt es auch eine Lösung. Sehr schön. Das klingt wirklich wunderbar. Dein Buch ist, also ich hatte notiert, Lesealter zwischen 5 und 8 war da angegeben. Richtig, genau. Ja. Mhm. Gut, super. Einfach die Zeit. Ich wollte einfach nur sagen, die Zeit, wenn der Zahnwechsel ansteht, die ersten verlieren ja ihre Milchzähne so ab 5 Jahre. Das geht dann bis 12, dann sollte der Zahnwechsel durch sein und dann, denke ich, ist auch die Zahnfee nicht mehr wirklich interessant. Ja gut, aber das Einhorn vielleicht noch.
Okay, ja, Einhörner gehen immer. Denke ich auch. Gut, dann machen wir einen kleinen Sprung zur Evelyn. Mhm. Und zwar, du hast ja schon gesagt, dein Buch spielt in Luzern. Und du magst Luzern und so weiter. Und du schreibst ja auch, also du hast ja schon einen ganzen Haufen Bücher geschrieben. Und es ist immer in diesem Bereich Urban Fantasy oder Contemporary Fantasy. Also sprich alles, was in unserer Welt spielt, aber eben mit Magie zusammen gemixt ist. Und wie wichtig sind für dich diese real existierenden Settings? Also könnte das eigentlich auch woanders sein? Du hast es halt jetzt in dem Fall nach Luzern gesetzt, weil du das halt so gerne magst. Oder würde man tatsächlich Plätze wiedererkennen, wenn man jetzt dort vor Ort wäre? Also bei Lichthets ist es tatsächlich so, dass ich viele berühmte Sehenswürdigkeiten von Luzern auch eingebaut habe. Einfach, weil ich weiß, dass ich viele Schweizer Leserinnen habe, die natürlich diese Orte auch kennen. Und weil ich es persönlich beim Lesen immer super spannend finde, wenn ich mir das noch bildlich vorstellen kann. Also wenn ich selber schon mal da war, dann habe ich noch ein viel klareres Bild dann vor meinem inneren Auge. Ich muss dazu aber sagen, das war jetzt tatsächlich das erste Buch, wo ich das so gemacht habe. Also meine vorherigen Bücher, die waren immer in Schottland oder in Deutschland oder irgendwo, aber nie spezifisch an einem Ort, der tatsächlich existiert. Achso, also nur in dem Land, und das mit Luzern ist wirklich das erste Buch, das du tatsächlich dort richtig nachverfolgbar hingesetzt hast. Genau. Okay. Ah, okay. Und die Orte, also ist das jetzt wirklich so ein bisschen wie so, ich sage jetzt mal ganz böse, wie so ein Stadtführer, oder hast du dir schon dann so ein bisschen künstlerischer freiheitsmäßig angepasst? Also ich habe sie natürlich ein bisschen angepasst. Also viele dieser Orte, die haben dann zwei Funktionen. Einerseits sind sie natürlich die Orte, die wir aus der Realität kennen. Und andererseits ist da immer noch ein übernatürlicher Twist drin. Also es gibt vielleicht einen Geheimgang, wo dann irgendwie zu einem Versteck führt, den es in der Wirklichkeit halt nicht gibt. Aber ich finde das halt faszinierend, wenn man dann übernatürliche Elemente und reale Elemente irgendwie verbindet. Und wenn man dann diese Orte tatsächlich mal besucht, dann denkt man sich dann vielleicht, oh okay, wo ist jetzt hier die Geheimtür? Oder irgend sowas, genau. Also das hat auch sehr Spaß gemacht, mir das zu überlegen, wo ich diese ganzen Dinge dann verstecken könnte. Ja, das denke ich mir. Also es kann dann schon passieren, dass man dann an irgendeinem Turm die geheime Tür sucht und sucht, genau. und sucht. Deine Protagonistin Yukiko. Also, genau. Das klingt jetzt erstmal japanisch, und ich habe auch gelesen, dass du ein Auslandsjahr in Japan gemacht hast. Und hast du das jetzt quasi da aus deine Erfahrung da einfließen lassen, oder hat dir einfach nur der Name gefallen? Hast du deswegen so benannt? Oder? Also teils, teils. Ich war tatsächlich vor 7 Jahren. ein ganzes Jahr in Japan und bin da zur Highschool gegangen, habe Japanisch gelernt und in einer Gastfamilie gelebt. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat und die ich tatsächlich auch ein bisschen in dieses Buch habe einfließen lassen. So jetzt in Form von Yukiko, die einen Vater hat, der aus Japan ist tatsächlich. Also konnte ich auch diesen ganzen japanischen Sprichwörter auch ein bisschen einbauen. Und halt diese Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Auslandsjahr. Genau. Okay, also die sind dann tatsächlich authentisch, also so ist es wirklich, und das ist dann nicht erfunden, sondern man kann tatsächlich dann auch was über Japan mitlernen. Ja, bis zu einem gewissen Grad sicher. Genau. Also es ist natürlich immer eine subjektive Perspektive, weil ich habe viele Freunde aus Japan, die mir auch geholfen haben, aber auch bei denen ist natürlich immer ihre persönliche Erfahrung. Also das ist genau einfach mein Eindruck, mein persönlicher. Ja, also das ist ja toll. Das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, wo man in einem in der Schweiz spielenden Roman mitrechnet. Genau. Ich habe auch gesehen, dass die Energiebandchroniken, also Lichthets ist der erste Teil, das ist eine Trilogie, und wenn ich mich da jetzt nicht völlig im Datum verirrt habe, dann sind alle drei Teile auch sogar schon erschienen. Genau, also der letzte Teil ist jetzt im August erschienen.
Genau. Okay. Da muss ich mal sagen, das sind ja normal dicke Bücher in Anführungszeichen. Wie zum Teufel hast du das gemacht? Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr oft höre. Und ich schäme mich dann immer ein bisschen, weil ich keine gute Antwort darauf geben kann. Es ist bei mir tatsächlich so, ich schreibe meine Rohfassungen sehr, sehr schnell. Also das geht meistens innerhalb von 1 bis 2 Monaten. Und meistens schreibe ich auch schon alle Bücher, bevor ich dann mit dem Veröffentlichen beginne. Weil ich als Leserin finde es immer ein bisschen nervig, wenn ich dann so lange auf eine Fortsetzung warten muss. Und darum versuche ich immer möglichst diese Bände möglichst schnell hintereinander zu veröffentlichen. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mal anfange zu schreiben, dann komme ich halt sehr schnell in diesen Schreibfluss. Und dann bin ich auch wirklich jeden Tag ein paar Stunden dann auch am Schreiben, versuche da ein bisschen voranzukommen. Genau. Also ich habe natürlich auch das Privileg, dass ich während dem Studium mir oft die Zeit freischaffen konnte und dann diese fürs Schreiben einsetzen konnte. Das ist natürlich auch nicht immer so, genau. Ja gut, aber immerhin. Also das finde ich ja wirklich löblich, dass du da so leserfreundlich bist. Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann hätte ich noch kein einziges Buch veröffentlicht. Ich bin elendig und langsam bin beim Schreiben. Also Respekt bei der ganzen Sache. Okay, dann habe ich noch Fragen zu einem weiteren Buch und zwar an dich, Diane. Und zwar, du verfolgst mit deinem Buch ja eine Mission, sage ich jetzt sozusagen mal. Also du hast das ja aus einem bestimmten Grund geschrieben und auch, ja, warum es sich halt jetzt um ein kleines schwarzes Mädchen handelt. Und da wollte ich dich bitten, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst. Ja, natürlich. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich Vielfalt, Kulturen einfach in den ganzen Kinderbüchern vermisst habe. Als Kind hatte ich diese Art von Bücher nicht. Ich glaube, die ganze Nachbarschaft um mich herum hatten es auch nicht. Und wenn wir mal so ein Buch bekamen, dann steht ein schwarzes Mädchen oder ein Junge ganz, ganz weit hinten. Und das waren tatsächlich Kinder, die geflüchtet sind oder wenn es um Afrika und hungernde Kinder geschrieben worden waren. Und das hat mich immer gestört. Ich fand's nicht schön, weil ich finde es wichtig, dass Kinder einfach über alle Kulturen lernen, ohne groß drüber nachzudenken, wo sie herkommen könnten, sondern dass diese Menschen Menschen sind und dass die genauen Sehnsüchte haben, auch vielleicht die gleichen oder fast die gleichen Spiele spielen. Und das war für mich immer so ganz, ganz wichtig, ein ganz normales Bild von schwarzen Kindern auch zu zeigen. Ohne großartig über Rassismus zu reden, über Klischees, über Dinge, die ich einfach mal in meinem Leben oder als Kind nicht so gerne hören wollte. Weil immer, wenn da irgendwas mit Kindern erzählt worden war, dann wurden immer die Finger auf mich gezeigt. Und ich dachte so, nee, das ist nicht so. Und ich habe 2 Kinder. Und mein Großer fragte mich irgendwann, da hatte ich auch wieder mal ein paar Kinderbücher gekauft. Und dann guckte und sagte sie, ja, aber Mama, guck mal, wieso sind da immer nur weiße Kinder drin in dem Buch? Und dann habe ich gedacht, so, boah, jetzt fragt mich mein eigener Sohn. Und als Kind hatte ich eben auch diese Privilegien nicht. Es sei denn, ich habe die Bücher aus England bestellt oder aus Amerika. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte einfach mal ein anderes Bild zeigen, ohne großartig über Rassismus reden zu müssen oder zu wollen, sondern die Protagonistin ist nun mal ein schwarzes Mädchen. Ich möchte ganz gerne meinen Kindern zeigen, wie auch ein schwarzes Kind in Afrika lebt und glücklich sein kann. Und so entstand auch Odor. Und 2014 habe ich ein Bildband herausgegeben und auch das handelt auch diesen Thematik, in dem Bildband geht es um Erwachsene, also um 25 erfolgreiche schwarze Deutsche, weil ich einfach so wichtig finde, den Kindern einfach eine ganz andere Vorbildfunktion oder Vorbilder zu zeigen, positive Identifikationsfiguren darzustellen, als immer so im Hinterkopf zu haben, kann ich das?
ist das mein Leben? Wieso sehe ich mich nicht? Und ja, und deshalb mache ich so meine Projekte, wenn ich selber nicht vor der Kamera stehe, einfach einen anderen Raum zu bieten für mich selbst und natürlich für meine Kinder. Das ist eine coole Mission, da denkt man nämlich eigentlich überhaupt gar nicht drüber nach, weil man nimmt die Bücher halt so, wie sie sind und ja, dann ist das halt so. Absolut, und das ist ja auch richtig, aber ich glaube, wenn man davon betroffen ist, dann fragt man sich, wieso komme ich nicht vor, wieso sehe ich mich nicht. Ich habe eine Freundin, die ist Roma und die sagt dann auch, ich sehe mich auch nicht in den Büchern. Mein Sohn ist Roma, er sieht sich nicht. Und ich glaube, es müsste einfacher sein, es müsste normaler sein. Man müsste einfach in der Lage sein, verschiedene Kulturen, verschiedene Geschichten zu erzählen, ohne großartig irgendwie die Finger auf Rassismus oder Ausländer oder geflüchtet darzulegen, sondern Geschichten. Und ja, so sehe ich das, ja. Nee, das finde ich super. Also ein absolut wichtiges Buch, weil Kinder nehmen die Welt dann ja auch eher einfach ganz neutral war und ist das Mädchen halt schwarz und das andere ist asiatisch und das dritte ist weiß, alles gut. Absolut, ja. Und das Buch, du hast ja gesagt, es spielt in Ghana und da nehme ich auch an, dann hat es auch autobiografische Züge ein bisschen. So ein kleines bisschen. Also Odos Heimat erkannte ich nicht. Aber ich habe das in Bildern gesehen und deshalb wollte ich gerne, dass sie dort lebt, was ich mir da vorgestellt habe. So möchte ich gerne leben, wenn ich in Ghana wäre. Und ich habe tatsächlich als Kind mir eine Puppe gewünscht. Man glaubt das nicht, aber schwarze Puppen haben in Afrika einfach nicht stattgefunden. Das würde man gar nicht denken. Und ich habe mir das immer gewünscht und habe es nie bekommen. Und hab's auch im Buch, hinten steht auch so eine Anleitung für eine Mangopuppe und habe tatsächlich als Kind oder alle Kinder, die haben mit Mangopuppen gespielt. Das heißt, wir haben Mango gegessen, haben dann aus den getrockneten Mangoaugen und Nase und Haare angemalt und das war unsere Puppen. Und da habe ich überlegt, was möchte ich gerne schreiben? Ich hatte ja so lange diesen Wunsch und deshalb möchte ich gerne das nochmal schreiben. Sehnsucht, die man hat. Und jeder hat so eine Sehnsucht. Jeder möchte irgendwas haben, sei das ein Fahrrad oder ein Spielauto, Lego, Steine. Jedes Kind hat irgendwie einen Wunsch. Und Odos war eben die Puppe. Ja, ist ja absolut nachvollziehbar. Ja. So verstehe ich. Ja. Also jetzt nochmal zu der Mangopuppe. Also das ist dann, muss man sich so vorstellen, hast du einen Mangokern, klar, der ist ja relativ groß und dann malst du da ein Gesicht drauf und klebst Haare dran und dann hast du eine Puppe. Richtig. Genau, funktioniert. Ja. Also zeigt vielleicht auch den Kindern, dass Not man macht erfinde. Ja, genau. Zeigt aber auch, dass man vielleicht mit so ganz einfachen Mitteln auch schöne Spielzeuge machen kann und jetzt gar nicht unbedingt das mega Barbie-Traumhaus braucht, um glücklich zu sein. Ja, und ich fand es süß. Ich habe mal eine Lesung gehabt und dann hatte ich auch gelesen und erzählt und auch den Kindern gefragt, habt ihr Wünsche, was, ne? Und darüber haben wir gesprochen und dann sagte ein Kind so, naja, aber wieso hat denn die Mama nicht einfach bei Amazon eine schwarze Puppe bestellt? Und ich musste so lachen, weil ich dachte so, ja, das ist die Gesellschaft, das sind unsere Kinder, die müssen alles bestellen. Das können nicht immer, also das können nicht alle Kinder und das fand ich total süß. Das stimmt, ja klar, aber von Seiten des Kindes ist die Frage ja absolut. Ist absolut, absolut, ja. Noch eine kurze Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast ziemlich lang gebraucht, das Buch zu schreiben, obwohl es ja eigentlich dein Wunsch war oder eine Herzensangelegenheit. Warum hat es dann letztendlich so lange gedauert? Also 2010 war das Buch fertig geschrieben, aber es war nicht perfekt. Und das wusste ich. Also ich habe gelesen und dachte so, das stimmt nicht. Ich wusste nicht genau was. Und dann wusste ich nicht, wie gehe ich überhaupt voran? Was mache ich jetzt? Also auch wenn das Buch fertig wäre, was mache ich? Und das hat eben lange gedauert. Habe ich natürlich auch liegen lassen, mich um andere Sachen gekümmert, unter anderem eben ein Bildband umgesetzt. Und aufgrund dessen, dass ich eben komplett das Buch liegen lassen konnte, um zu wachsen, um zu reifen, um
mehr zu erfahren, nachdem ich mein Bildband herausgegeben habe, kannte ich den Weg. Dann wusste ich, ah, okay, das solltest du machen und es musste eben so lange dauern. Und für mich war es auch nicht wichtig, schnell das umzusetzen, sondern dass es qualitativ wertvoll ist und dass ich, auch wenn es 20 Jahre gedauert hätte, dass ich zu mir sagen kann, du hast es angefangen und du hast es durchgezogen. Also ich muss immer, wenn ich Dinge anfange, es zu Ende bringen, sonst habe ich das Gefühl, da ist so ein Geist, der sagt, du hast es nicht zu Ende gebracht. Und ich brauche dabei die Zeit, um eben zu reifen, um die richtigen Menschen zu finden, die mich unterstützen. Ich musste auch sparen, um das alles umzusetzen, weil das ist ja nicht billig, so ein Buch herauszugeben. Und wenn man alles alleine macht, ne? Und deshalb bin ich froh, dass es doch so lange gedauert hat. Okay. Interessant, aber es ist gut zu wissen, dass auch andere manchmal etwas länger für ihre Bücher brauchen. Ja. Dankeschön. So, dann springen wir zum nächsten Jugendbuch. Sabrina, ja. Du hast gesagt, du versuchst in deinen Büchern immer mal Denkanstöße zu wichtigen, aktuellen Themen unserer Zeit einfließen zu lassen. Welcher ist das denn bei Schattenmale? Bei Schattenmale steht Diskriminierung im Vordergrund. Vorurteile. Lia hat ja diese Vorurteile gegen diese Yi, also gegen diese andere Gruppe. Und es ist halt einfach ein Thema. Ich wurde zum Beispiel in der Schule stark gemobbt. Ich wurde auch immer ausgegrenzt. Und einfach, ich finde halt einfach, dass man auch in Fantasy-Buch, jetzt in dem Fall ist es ein Romantasy-Buch, aber der Fantasy-Anteil ist da nicht so groß. Und ich finde einfach, dass man auch da mal ein wichtiges Thema ansprechen kann, dass es nicht immer gleich im Elfenkrieg ausarten muss oder die Welt gerettet werden muss, sondern man auch einfach ein alltägliches Thema, das ja leider überall immer noch Thema ist und wahrscheinlich immer Thema bleiben wird, hoffentlich nicht, aber ja, dass man einfach da mal drüber sprechen kann, genau. Okay, gut, und wie ist das jetzt in deinem Buch? Sind jetzt diese, Moment, Sidi und Yasi? Habe ich es richtig ausgesprochen? Sie und Iasi. Also die zwei, in deiner Gesellschaft, die du da in dem Buch kreiert hast, sind die da jetzt gleichberechtigt, sage ich mal, können sich halt nur nicht leiden oder sind da Gräben, also eine höher, eine tiefer? Sogar sehr große Gräben, also die Iasi halten sich halt selber für, ja, das sind die Heiler, wir sind die Reinen, wir sind die Guten und die sagen halt, dass die Sie, die Kräfte der Sie, die können nichts bringen außer Zerstörung. Also was bringt dir schon die Kraft, etwas zu zerstören, Leben zu nehmen? Aber die haben es ja in die Wiege gelegt bekommen und für irgendwas muss sie gut sein und sie konnten sich auch nicht aussuchen. Und ja, also die sind da schon sehr benachteiligt. Es ist nicht so, dass jeder so ist, aber wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Vor allem Lia und ihre Familie, also die halten sich halt hauptsächlich in ihren IRC-Kreisen auf, unter sehr einflussreichen IRC. Und wie gesagt, also ja, die Kluft ist da schon sehr, sehr groß. Ja. Okay, klingt also trotz jetzt Fantasy oder Romantasy in dem Fall doch nach einem recht realen Abbild eigentlich. Genau, ja. Also man könnte quasi, ich sage immer, man könnte quasi den Fantasy-Anteil rausnehmen. Also man könnte die ERC und die Sie ersetzen mit Menschen mit verschiedener Hautfarbe oder mit verschiedenen Religionszugehörigkeiten. Und die Story würde immer noch funktionieren. Mhm. Genau, in dem Fall ist es halt Fantasy. Ja, ja gut, das gibt dem Ganzen dann noch einen kleinen magischen Touch. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich, kann man schon sagen, ein bisschen gesellschaftskritisches Jugendbuch. Mhm. Ja, genau. Ja, okay, feine Sache. Du bist auch Coverdesignerin und du hast dein Cover auch selber gemacht und das Cover fand ich persönlich jetzt durchaus etwas auffällig, also durch diese Titelanordnung und so weiter und so fort. Ja, warum hast du das genau so angeordnet, wie du es angeordnet hast? Ja, also ich versuche mal, das ganze Cover durchzugehen. Erstmal habe ich... Erstmal, wenn ich Cover designe, ich habe nie irgendwie einen richtigen Plan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange einfach an, ich suche Bilder und dann habe ich eben diese Person in der Mitte irgendwann gehabt
Und dann kam uns. So. Ja, du kannst ruhig weiterreden, nur dass genau. Das alles genau. Noch vor Augen haben. Und dann kamen eben diese zwei Blätter dazu. Das Ding ist ja, dass Lia eine Aufgabe, ein Projekt in der Schule erfüllen muss. Und da handelt es sich um den Schulgarten. Also es spielen auch Pflanzen eine Rolle, deshalb die Blätter. Und ich habe sie gegenübergestellt, schwarz und weiß. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Das ist ihr schwarz und weiß Denken. Sie ist die Helle, die Gute. Und die Sie sind für sie einfach ein schwarzer Fleck, ein Schattenmal, kann man sagen, mit dem sie nichts zu tun haben möchte. Deshalb diese Anordnung so. Und dann hat eine Leserin einmal was ganz Nettes gesagt mit dem Titel, weil er eben so dasteht, wie er dasteht. Die meinte, das hat so was Endgültiges, so was Striktes und das passt genau zu Lias Vorstellung. Sie stellt sich die Welt so vor, die IAC sind so, das sind die Guten, die CI sind die Schlechten. Da gibt es keinen Raum dazwischen. Und ich finde, das repräsentiert der Titel auch so ein bisschen. Ist wahrscheinlich ungewöhnlich und wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ich dachte mir, nee, ich mache das jetzt so, ist vielleicht auch nicht gerade das typischste Romantasy-Cover, aber ja, ich fand die Idee ganz cool und deswegen habe ich das so gemacht, genau. Also fällt auf jeden Fall auf, gerade weil es halt nicht so in das typische Raster hineinpasst. Also du hast in deinem Buch dann wahrscheinlich auch definitiv eine starke Charakterentwicklung der Protagonisten, weil die müssen sich ja mal irgendwie zusammenraufen. Richtig, ja. Sehr, sehr, sehr große. Und es ist auch so, dass viele haben Probleme mit Lia am Anfang und sie sagen, dass es ihnen eben schwerfällt, mit ihr zurechtzukommen als Protagonistin. Aber ich finde es gerade so schön, weil natürlich nicht immer jeder, den wir auf der Straße treffen, ist uns gleich sympathisch. Jeder hat ja eine Art, seine ganz besondere Art und Weise, wie er drauf ist. Aber jeder hat auch einen Grund dafür, wie er ist. Und deshalb finde ich es schön, wenn jemand Lia die Chance gibt und ihr dann bei der Entwicklung eben zusieht. Ja. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant und mehr verraten wir jetzt auch noch. Dankeschön. Jasmin, du bist neben Buchbloggerin, hast du ja auch gesagt, alles mögliche andere, also schreibst für diverse Zeitschriften, bist Redaktionsmitglied und so weiter und so fort. Deswegen überbiete ich da Jan auch. 18 Jahre. Yay! Sehr gut. Die Idee zu mir mit einer Glöckchen hatte ich, als ich 16 war und nächsten Monat werde ich 36. Wenn ihr glaubt, ihr braucht lange, entspannt euch. Respekt! Sehr gut. Wenn du, also es ist ja jetzt, dass jemand, der viel schreibt und auch Bloggerinnen, dass die irgendwann die Inspiration packt und sie auch selber Bücher schreiben, das ist jetzt ja nicht ungewöhnlich. Ich fand es allerdings hingegen ungewöhnlich, dass du jetzt ausgerechnet mit einem Kinderbuch anfängst. Wieso Kinderbuch? Wie ich gerade gesagt habe, die Idee zu Himmeldonnerglöckchen hatte ich, als ich 16 war. Und den Draht das zu meinem ist knapp inneren über Kinderbuch. Ja, aber ich habe den Draht zu meinem inneren Kind im Grunde nie verloren. Mhm. Ja, ich war immer zuerst Autorin. Das mit dem Buchbloggen, das hat sich so ergeben. Einfach, weil ich gerne über das rede, was mir gefällt. Ne? Und sobald ich vor der Kamera sitze, halte ich ein Buch hoch. Ne? Gibt Schlimmeres. Ja, so, und ich war halt zuerst Autorin und die Idee hatte ich halt zu Himmeldonnerglöckchen und ich meine, mit 16 hatte ich einfach noch nicht die Disziplin und das Sitzfleisch, um mich wirklich hinzusetzen und dieses Buch fertig zu schreiben. Das heißt, wenn ich sage, ich habe 18 Jahre an dem Buch geschrieben, dann bedeutet das, ich habe ein bisschen geschrieben, dann monatelang mal wieder nicht und dann, ach Moment mal, da war doch was. Mal wieder geöffnet, wieder zwei Seiten geschrieben, dann wieder monatelang nichts. Ne? Und als ich dann mit Anfang 20 meine Ausbildung zur Bürokauffrau beendet habe, habe ich mich hingesetzt, habe das Ding einmal runtergeschrieben und habe selbstverständlich darauf gedacht, dass die Welt darauf gewartet hat. Auf mein Geschenk für die Welt. Ne? Und ich habe es an alle geschickt, an Oettinger, an Carlsen, an den Löwe Verlag. Ich habe die Absagen noch. Ich habe die auch mal abgeheftet. Ne? Jetzt muss ich aber sagen, jetzt,
weiß ich einfach viel mehr übers Schreiben und übers Schreiben für Kinder, als ich damals wusste. Ich weiß, warum die das abgelehnt haben. Ich hätte es auch abgelehnt in dem Zustand. Damals war Himmeldonnerglöckchen und Zickiger Zuckerguss waren noch ein Buch, weil ich keine Ahnung hatte, wie lang mein Buch für meine Zielgruppe überhaupt sein darf. Mhm. Ne, die Gruppe ist auch bei dir 5 bis 8, ne? Eigentlich, und ja gut, und bei Odo ab 6, ja. Ich sag immer ab 5, Vorlesebuch ab 5, aber in den Shops steht immer 5 bis 8. Bitte schön, wenn ihr es als 8-Jähriges auch noch lesen wollt. Altersfenster. Also ich werde keine Kinder von meinem Buch weghalten. Also. nee, aber ich habe halt gemeinsam mit Astrid Rösel an diesen Büchern gearbeitet. Astrid hat mir erstmal beigebracht, du hör mal, wenn du für 5-Jährige schreibst und es ist ein Vorlesebuch, sollten deine Kapitel vielleicht nur 2 bis 3 Normseitenlänge haben. Und die Cliffhanger, die du da drin hast, machst du bitte weg. Weil abends sollen die Kinder bitte mit einem guten Gefühl einschlafen und nicht so aufgeregt sein, dass sie ihren Eltern da aufs Dach steigen. Dann wollen die Eltern deine Bücher nicht mehr kaufen und so. Das hat sie mir halt alles erklärt. Und dann habe ich meine Kapitel halt umstrukturiert, damit da keine Cliffhanger mehr sind, damit die Enden eher so ein bisschen abgeschlossener sind und so, und damit die Kinder da mehr so ein Wohlfühlgefühl haben und so. Und Astrid hat mich echt in den Wahnsinn getrieben, weil die jedes Mal an den Rand vermerkt hat, Jasmin, das kannst du doch kreativer. Und ich habe mich schon gefühlt wie so eine ausgepresste Zitrone. Ich werde nie wieder in meinem Leben irgendeine Idee haben, weil sowieso schon alles in diesem Buch... Moment, mir fällt was ein. Also... Es ist mir immer was eingefallen, wenn sie was hingeschrieben hat, aber im ersten Moment habe ich gedacht, was denn jetzt noch? In meinem Buch, also alles, was irgendwie toll an Weihnachten ist, ist in dem Buch drin. Höre auf den Lektor, das ist immer... Ne? Also Astrid hat mir alles, was ich jetzt schon zu Kinderbüchern weiß, hat sie mir beigebracht. Und sie hat dann aber über Jahre so eng mit mir an den Texten gearbeitet, dass ich dann Susanne Pavlovic gefragt habe, ob sie jetzt lektorieren würde, weil ich glaube, Astrid ist für die Texte auch schon Betriebsblind gewesen, so eng, wie sie mit mir gearbeitet hat. Und ursprünglich wollte ich die ja gar nicht veröffentlichen. A, hatte ich Schiss und B, war ich ja der festen Überzeugung, Kinderbücher funktionieren nicht im Self-Publishing, weil Kinderbücher müssen halt auch in eine Buchhandlung, weil man schreibt sie ja für Kinder, aber wer kauft sie? Das sind Mama, Papa, Tante, Onkel, Oma, Opa. Ne? Das heißt, vermarkten muss ich sie an die Erwachsenen. Und Kinderbücher werden halt noch ganz viel in Buchhandlungen gekauft. Und ich hatte bis dato gehört, Self-Publisher schaffen es gar nicht in der Buchhandlung. Und auf der Frankfurter Buchmesse 2018 habe ich eine ganz tolle Podiumsdiskussion gesehen, Self-Publishing und der stationäre Buchhandel. Und da war Sarah Natusch dabei auf dem Podium. Sie ist eine junge, sehr engagierte Buchhändlerin aus der Buchhandlung Hoffmann in Eutin. Werbung. Sarah hat mich nicht dafür bezahlt. Sie hat keine Ahnung, dass ich gerade über sie rede. Wahrscheinlich klingeln ihr gerade die Ohren. Und Sarah war total aufgeschlossen und ich war total fasziniert. Da saß eine Buchhändlerin, die sagt nicht Self-Publishing. Ne? Und wir haben uns hinterher dann darüber unterhalten und Thorsten Simon, der Pressesprecher von BOD, kam dazu und der erzählt mir ja seit Jahren, komm Jasmin, trau dich. Der wusste ja, dass ich was in der Schublade liegen habe. Ne? Und das war, seit Jahren führen wir den gleichen Dialog. Komm, Jasmin, trau dich, dann sag ich, du sagst ja nicht, was ich hören will. Er weiß, was ich hören will, ist, Kinderbücher funktionieren super im Self-Publishing. Hau raus, ne? Und dann ist er immer verstummt. Ja, er ist dann immer verstummt, weil er konnte mir das ja so pauschal nicht sagen. Aber an diesem einen Tag hatten wir Weltmädchentag. Und ich hatte mitgekriegt, wie er ein paar Stunden vorher aus dem BOD-Account getwittert hatte, sei Pippi nicht Annika, alles Gute zum Weltmädchentag. Und der Frechdachs fängt dann an, sagt mir ins Gesicht, Pippi würde sich trauen. Was für ein Scheißsatz. Was für ein Scheißsatz. Aber er hatte recht, Pippi Langstrumpf hätte keine Angst gehabt, ihre Manuskripte zu veröffentlichen. Pippi hätte es einfach gemacht. Also habe ich beschlossen, dass ich Zippi Langstrumpf bin und habe gesagt, jetzt reicht es, jetzt mache ich es. Sehr gut. Und ich habe halt einfach so gut zu machen, wie ich kann und mit einem tollen Team zusammenzuarbeiten. Und ich habe mir auch eine Sensitivity-Readerin dazu geholt. Genau, das war nämlich das Thema, wo ich dich auch drauf ansprechen wollte, weil nämlich gerade bei einem Kinderbuch, das wäre jetzt nicht die erste Adresse, die mir für Sensitivity Reading eingefallen wäre, aber ja, doch, definitiv, es macht Sinn.
Deswegen verrat doch gerade mal denen, die nicht wissen, was das ist, was ist das und dann, was hat das jetzt bei deinem Buch verändert? Passt ja wunderbar hier ins Thema. Die Bücher sind ja ausgesucht wie... Ja. Also, Sensitivity Reading könnt ihr euch vorstellen wie ein Lektorat, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Eine Lektorin würde mir ja sagen, wenn da irgendwie ein Plotloch wäre oder so oder irgendwas unlogisch. Und eine Sensitivity Readerin, die prüft das Buch auf einen bestimmten Inhalt. Ich kann mir eine Sensitivity Readerin nehmen, die sich mit zum Beispiel psychischen Krankheiten und Depressionen auskennt, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber schreibe. Vor allem sollte ich überlegen, das zu tun, wenn ich selber nicht betroffen bin und das nur recherchiert habe. Ne? Mhm. Sensitivity Reader sind oft Own Voices oder nicht oft, sondern immer. Da bin ich jetzt, in dem Punkt bin ich jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es sind Own Voices. Und also das heißt selber betroffen. Und die prüfen das dann. Wenn ich jetzt eine Figur hätte und die ist trans, dann würde ich einen Transmenschen, der sich auch mit dem Schreiben auskennt, würde ich bitten, mein Manuskript zu prüfen. Und diese Person schreibt dann an den Rand, du Jasmin, Entschuldigung, aber falsch formuliert oder nee, das ist überhaupt nicht so, wo hast du das her? Ne? So. Und bei mir habe ich eine ganz tolle Freundin gebeten, mein Buch auf Rassismus zu prüfen, weil mein Buch spielt zu großen Teilen in der Weihnachtswerkstatt und ich finde, Weihnachten feiert man in so vielen Ländern überall auf der Welt. Jetzt braucht mir keiner zu erzählen, dass alle Engel und alle Wichtel weiß sind. Das ist ja total unrealistisch. Also habe ich gesagt, nein, da sind verschiedene Nationalitäten vertreten. Und gleichzeitig hatte ich aber auch eine total arrogante Haltung. Die wird da gar nichts finden. Ich bin so aufgeklärt, ne? Die wird mir das Manuskript ohne eine einzige Anmerkung zurückgeben. Bullshit. Also es war, ich hätte es vorher nicht gedacht, aber es waren wirklich versteckte Rassismen drin, die mir nicht klar waren. Zum einen hatte ich den Rat einer anderen Lektorin befolgt. Ich hatte mal so ein Schreibseminar besucht und diese Lektorin, ich konnte ihre Argumentation auch verstehen. Sie hat mir gesagt, dass meine Protagonistin ein Alleinstellungsmerkmal haben soll. Ne? Sie hat gesagt, warum ist denn ihre Häsin nicht weiß? Ne, alle anderen Hasen haben ja ein braunes Fell und es gibt ja auch weiße Häsinnen. Und dann, sie hat als Beispiel, kennt ihr diesen Hasen Felix? Briefe von Felix, der hat doch diese karierte Krawatte. Wenn man Felix sieht, man erkennt sofort, ach, das ist Felix. Und damit hat sie argumentiert, ne, dass meine Häsin dann einfach anders aussehen soll. Und dieses Argument habe ich verstanden und habe das umgesetzt. Aber dadurch hatte ich ein Buch erschaffen, in dem die braunen Hasen die weiße Häsin mobben. Ne? Also, Viech. Was war noch drin? Ich habe die Hautfarbe immer nur geschrieben, wenn sie nicht weiß war. Dadurch habe ich halt gesagt, weiß ist normal, alles andere muss ich euch erklären. Ne? Als mir meine Sensitivity-Readerin das erklärt hat, habe ich natürlich gedacht, oh mein Gott. Ne? Aber vorher war mir das nicht klar. Jetzt weiß ich das und jetzt achte ich in meinen Büchern halt auch immer drauf. Also ich habe echt eine Menge gelernt. Und genau, was mir auch nicht aufgefallen ist, meine Protagonistin hat sich am Anfang in der Weihnachtswerkstatt nur mit den Weißen angefreundet. Das wollte ich natürlich auch nicht vermitteln. Und dadurch ist dann Angelina war vorher weiß und blond, jetzt sieht sie so aus. Die zwei lila Haarsträhnen übrigens, das ist eine kleine Rebellion von mir, weil meine Friseurin sich strikt weigert, mir die zu machen. Und deswegen hat Angelina jetzt zwei lila Haarsträhnen, weil sie muss das jetzt für mich machen, weil ich es nicht kriege. So. Und Angelina ist übrigens so ziemlich die Einzige, die mich hier im Griff hat. Sehr schön. Sie ist ein Engel in der Weihnachtsbäckerei, also sie backt total gerne. Und Michi hat immer braune Finger, weil der so gern Schokolade nascht. Und Angelina sagt, du kriegst nichts, bevor du dir nicht die Hände gewaschen hast, Freundchen. Ja. Ne, also der hat super, also unter den Fingernägeln und so, ihr kennt das. Oh ja. Ne? Okay. Also das hat meine Sensitivity-Readerin gemacht. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Menge gelernt, weil also das wären auch Sachen, da wäre ich jetzt auch im Leben überhaupt gerade mal gar nicht drauf. Aber wenn man es hört, ist es logisch, ne? Ja klar, nee, passt schon. Also
Deswegen war das dann heute nicht nur eine coole, sondern sogar eine richtig clevere Runde, die ich jetzt habe, warum auch immer, jetzt ratzfatz schon bei unserer eine Stunde angekommen sind, die leider schon beenden muss. Ich habe jetzt auch mal. Weil du mich reden lässt. Stimmt, aber du warst es nicht allein. Nein, die anderen haben auch geredet. Ich habe gehört. Ich habe jetzt nochmal geguckt bei im Chat Fragen. Also liebe Zuhörer, wenn, dann wäre jetzt die Chance. Richtige Fragen sehe ich nicht. Also gut, Lena möchte Odo kaufen. Verzeihung. Bettina liest Lichtinferno zu Ende. Eva Maria findet es sowieso klasse. Und die Sandra sagt, irgendein Buch, das muss halt, als wir über dieses Buch gesprochen haben, ist super toll. Leider kann ich jetzt nicht mehr sehen, welches. Aber es trifft irgendwie letztendlich sowieso auf alle zu. Und so. Also, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll für diese wirklich sehr lebendige und sehr lehrreiche und sehr schöne Runde. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen an die anderen hättet oder wenn ihr irgendetwas loswerden wollt, was ihr den Zuschauern noch unbedingt sagen wolltet, weil ich euch das aus irgendeinem Grund nicht gefragt habe, dann wäre jetzt die Chance. Ah ja, man bedankt sich schon. Eine richtig schöne Runde. Sehr gut. Dann wäre jetzt die Chance, während ich wenn ihr schweigt, dann... Ihr schweigt. Das erste Mal in dieser Runde schweigt. Aber das war ja auch der Plan, also was ihr sonst redet, war der Plan. Nicht, dass ihr jetzt schweigt. Gut, dann nochmal herzlichen Dank. Dann bleibt uns eigentlich jetzt nur euch allen ganz doll die Daumen zu drücken, denn der nächste Schritt wäre, auf die Shortlist zu kommen. Das ist natürlich schwierig, weil wir haben 10 Bücher auf der Longlist pro Kategorie. Es können leider nur 3 auf die Shortlist, die am 16.10. verkündet wird. Und ich bin heilfroh, dass ich nicht in der Jury bin, weil die Entscheidung möchte ich jetzt wirklich nicht treffen. Am 22.11. wird dann der Gewinner verkündet, letztendlich. Achso, an euch vielleicht noch gerade die Bitte, dass ihr in den Chat, in die Kommentare von dieser Facebook-Veranstaltung da die Links zu euren Büchern postet. Einfach, dass jemand, der Interesse hat, dort das ganz einfach schnell finden kann. Also einer reicht, ob das jetzt zu Amazon, zu Thalia, zu eurer Homepage, zum Autorenweltshop oder wo auch immer. Das bleibt euch überlassen. Einfach nur, dass ihr eben das Buch leicht zugänglich macht. Ja. Und ja, lauft ihr mir bitte noch nicht weg, weil ich habe noch eine kleine Bitte an euch. Und ansonsten würde ich jetzt mal sagen, verabschieden wir uns von unseren Millionen Zuschauern da draußen. Und ich hoffe jetzt, dass ich nicht wirklich alle hier aus dem Ding rausschmeiße, sonst kommt einfach nochmal in den gleichen Link hier rein. Also, ja. Ist alles okay. Also, ja. Danke fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Und vielen Dank für die Moderation. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Also. Super. Tschüss. Tschüss. Tschüss.